Also meine feste Absicht war, ein Aufbaustudium von 4 Semestern zu machen und dann in meinen Heimatort zurückzugehen. Und Anfang Oktober 1990 begann dieses Studium. Und es begann damit, dass 4 Wochen nach Beginn des Studiums wir die Nachricht kriegten, dass der Bereich, an dem wir studieren, aufgelöst werden soll, abgewickelt, wie es damals hieß. Und dann landeten wir ohne eigenen Willen, so zunächst mal oder gegen unsere eigenen Interessen, ganz am Anfang in der akademischen Selbstverwaltung und haben versucht, als Studenten alles dafür zu tun, dass wir weiter studieren können und am Bereich bleiben können. Wir haben dann in den ersten ein, zwei Semestern noch die personelle Kontinuität der alten DDR erlebt, aber dann griff ja auch die akademische und personelle Selbsterneuerung der Universität und dann wurde es schnell diskontinuierlich. Also mit viel Arbeit in akademischen Gremien, mit viel Diskussionen mit Vertretern aus Bildungspolitik, Senatsverwaltung und Bundestag. Also die Universität stand ja damals als eine der ganz wenigen Universitäten, die gegen Abwicklung geklagt hatte, auch im öffentlichen Interesse. Der Universität waren ja ihre Grundlagen entzogen. Also ihre politischen, ihre ideologischen und zum Teil auch ihre fachlichen Grundlagen. Es gab eine große Verunsicherung. Und die Studenten waren eigentlich die einzige Mitgliedergruppe der Universität, die wenig verunsichert waren und die eigentlich existenziell nicht bedroht waren. Also für uns konnte ja nur eine interessante neue Entwicklung kommen. Und das sah natürlich für die Beschäftigten der Universität völlig anders aus, weil ja unklar war, wer bleibt und wer geht. Ich denke, wenn man sich die personelle Entwicklung der Universität genau anschaut, Sven Feurath hat dazu ja auch promoviert, kann man sehen, dass an der Humboldt-Universität mehr Personen weiter beschäftigt bleiben konnten als in anderen Universitäten der neuen Bundesländer. Trotzdem haben viele interessante Leute die Universität auch verlassen müssen. Das war ganz sicher sehr schwierig, aber wir waren sehr intensiv, glaube ich, bezogen auf die Universität selber, so als Universität, die Universität als Mikrokosmos in einer sich radikal verändernden Gesellschaft. Und wir haben insofern auf der einen Seite Wiedervereinigung sehr hautnah mitbekommen, weil wir natürlich intensiven Kontakt hatten, auch mit den ersten Hochschullehrern und Mitarbeitern, die aus den alten Bundesländern kamen und ein echtes Interesse daran hatten, die Universität auch zu erneuern. Aber mir persönlich geht es so, dass wir Prozesse, die außerhalb der Universität stattgefunden haben, der rasante Bevölkerungsrückgang in den ersten Jahren nach der Wende oder die Deindustrialisierung großer Landstriche, wir damals gar nicht so mitbekommen haben. Eigentlich dann erst, als wir nach dem Studium wieder in unsere Heimatorte zurückgekommen sind, Kontakt aufgenommen haben mit Gleichaltrigen, gesehen haben, wie deren Biografien weitergeht. Da haben wir im Grunde Jahre später erst mitbekommen, wie die Veränderung in der Gesellschaft gelaufen ist. Also mein eigenes Fach ist ja die Erziehungswissenschaft. Als Studentin habe ich mich vor 30 Jahren im Fakultätsrat, im Institutsrat, im Akademischen Senat dafür eingesetzt, dass an die Humboldt-Universität Professoren berufen werden, die sich mit schulischer Integration, wie es damals hieß, befassen. Und in der ersten Generation, die berufen worden ist nach 1990, hat das nicht funktioniert. Also wir hatten als Studenten eine ganz klare Vorstellung, was wir haben wollen. Wir hatten das Sonderschulsystem der DDR erlebt und wollten ganz klar was anderes. Und das ist mit der ersten Welle von Berufung nicht eingelöst worden, hatte sehr viel zu tun mit der Struktur der Berufungskommission. Und heute, 30 Jahre später, kann man sagen, wir haben seit 10 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention, wir haben Forschungsfelder in Inklusion, wir haben Doktoranden dazu, es hat einen Graduiertenkolleg an der Humboldt-Universität zu dem Thema gegeben, wir haben schulische Inklusion im Berliner Lehrerbildungsgesetz ganz klar verankert und das ist eine tolle Entwicklung. Also da ist auf der einen Seite viel Zeit vergangen, aber die ist bei der Etablierung dieses Themas wunderbar genutzt worden, ganz klar. Die andere Frage ist die nach den Strukturen. Was waren Visionen für die Humboldt-Universität und was ist eingelöst worden? Das ist, weil die Universität ja so riesengroß ist, ein Punkt, den man natürlich wirklich nur partikulär ansprechen kann. Aber ich denke, die Humboldt-Universität hat damals in den ersten Jahren nach der Wende eine herausragende Rolle gehabt mit Blick auf die Erneuerung aus eigener Kraft, mit Blick auf die Selbstevaluation. Das war ein sehr schmerzhafter und ein sehr anstrengender Prozess, aber der ist hier geleistet worden. Und
ein Wunsch, glaube ich, den alle Mitgliedergruppen damals hatte, war, dass die Uni in Zukunft ein Ort sein soll für Ideen und Prozesse, für die man tatsächlich Universitäten braucht, die es nur an der Universität geben kann. Für bestimmte Ideen der Zivilgesellschaft, für Orchideenfächer, für kleine Fächer, für Themen, für die vielleicht auch kein Museum und keine Kommune Geld hat. Und da, denke ich, ist doch eher Ernüchterung eingetreten. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten tatsächlich auch an der Universität einen Prozess der Ökonomisierung im Bildungsbereich, der es zunehmend schwerer macht, dass die Universität ein freier Ort für Ideen und Prozesse ist, die vielleicht woanders nicht andocken können. Wenn Sie eine Bewertung vergeben, dann brauchen Sie Bezugsmaßstäbe. Und die Frage ist dann, was ist der Bezugsmaßstab? In der Pädagogik haben wir einen sogenannten individuellen Bezugsmaßstab. Das heißt, wir messen das Kind an seiner individuellen Entwicklung. Ja? Also müssen wir fragen, wie hat die Universität sich mit Blick auf sich selbst in relativ kurzer Zeit erneuert, in ganz kurzer Zeit. Und das, denke ich, das war toll. Also das, wissen Sie, ich denke, dass Kollegen sich gegenseitig in Fächern bewerten, nicht nur nach ihren wissenschaftlichen Leistungen, sondern auch nach ihrer politischen Redlichkeit in einem bestimmten System, hat es ja an keiner Universität in den alten Bundesländern gegeben. Das ist hier in den Jahren von 90 bis 92 mit jedem einzelnen Beschäftigten der Universität realisiert worden. Die Mitarbeiter der Universität haben sich selbst evaluiert und sie haben für jede einzelne Person ein Evaluationsurteil abgegeben. Es gab in jedem Fach eine Personalstrukturkommission und es gab für Widerspruchsfälle und für Beschwerden eine zentrale Personalstrukturkommission. Das heißt, bevor die von der Senatsverwaltung eingesetzten Berufungskommissionen gearbeitet haben, hat sich die Humboldt-Universität komplett selbst evaluiert. Und das ist, das war exzellent. Und ich glaube auch, dass keine bundesdeutsche Universität in ihrer Geschichte so einen Prozess durchlaufen hat. Ich weiß, dass viele andere ostdeutsche Universitäten vergleichbare Prozesse durchlaufen haben, aber da fehlen mir empirische Grundlagen, um einen Vergleich zu machen. Aber wenn man die Humboldt-Universität an sich selber misst, dann ist das ein beeindruckender Prozess gewesen. Und ich habe es als ein Riesenprivileg empfunden, den Prozess miterlebt haben zu dürfen. Was weniger gut gelaufen ist, war die Möglichkeit, jungen Leuten aus den neuen Bundesländern tatsächlich Möglichkeiten einzuräumen, in der Wissenschaft zu bleiben. Wenn Sie sich heute den Anteil von ostdeutschen Professoren an der Humboldt-Universität anschauen oder an anderen Hochschulen, dann ist der verschwindend gering. Eine Frage, die jetzt ja auch im Kontext der 30-jährigen Wiederkehr der Wiedervereinigung diskutiert wird. Wo bleiben eigentlich die Ostdeutschen in den Eliten, also in den wirtschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Eliten? Und da denke ich, da schneidet nicht nur die Humboldt-Universität, da schneiden alle Universitäten nicht so toll ab. Und das ist bedauerlich, weil natürlich mit der Biografie von Wissenschaftlern wenigstens mittelbar auch die Forschungsthemen zusammenhängen, die man bearbeitet. Ich sehe jetzt in der zweiten und dritten Generation, dass wir auch bei den Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern Kollegen bekommen, die deren Eltern eine Herkunft aus den neuen Bundesländern haben. Aber da denke ich, da sind viele Chancen verpasst worden. Also die Veränderungen, die wir damals miterlebt haben, die waren exemplarisch, aber sie waren auch nicht singulär. Wir erleben heute ja auch eine Reihe von Umbrüchen. Also wenn man sich die Zeit mal anschaut, von 2015 bis heute, die Migrationsbewegung, die wir im Kontext von Kriegen erleben, Corona, Digitalisierung, Radikalisierung innerhalb der Gesellschaft, Phänomene von Populismus, sind ja Dinge, die wir vor 5 Jahren so noch gar nicht im Blick hatten. Und ich denke mir, es war eine gute Schule damals, das Untergehen eines Systems zu erleben, sich in ein neues einzufädeln. Vielleicht nehmen wir solche existenziellen Veränderungen etwas gelassener wahr, weil wir die Erfahrung einmal gemacht haben. Aber ich denke, auf die jungen Leute heute kommen ja vergleichbare Veränderungen zu. Und es wäre Arroganz von uns Alten, wenn wir sagen würden, was wir erlebt haben, könnt ihr gar nicht nachvollziehen.
für die ganz jungen Studenten bin ich die Generation der Eltern, in wenigen Jahren vielleicht auch schon die Großelterngeneration. Und insofern gibt es ja auch eine mündliche Erzähltradition in den Familien. Und ich denke schon, dass man an bestimmten Punkten andocken kann, nicht an den konkreten historischen Ereignissen, aber an dem Grundgefühl, an der enormen Beschleunigung, an der Veränderung von Werten und Einstellungen und so weiter. Das erleben die jungen Leute heute ja ganz genauso.